Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der Late Night Max Show. Die Show mit hochkarätigen Gästen und mittelmäßigen Moderatoren. Die Show mit hochkarätigen Gästen und schönen Moderatoren. Bitte begrüßen Sie Ihren Gastgeber Maximilian Mann. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zur Late Night Max Show. Mein Name ist Maximilian Mann und ich begrüße Sie auf das Herzlichste zur allerersten Sendung von Deutschlands erstem Online-Late-Night-Format. So etwas wie das, was Sie heute Abend sehen, hat es noch niemals gegeben und das ist genau der Vorteil daran. Denn wir sind unglaublich aufgeregt und wir wissen auch noch nicht so genau, was heute passiert, aber hey, es ist das erste Mal und deswegen gibt es kein Vorbild und wir können machen, was wir wollen. Darauf freuen wir uns ganz besonders. Meine Damen und Herren, damit auch Sie ganz viel Spaß am heutigen Abend haben, gibt es ein paar Grundregeln. Die allererste, nehmen Sie uns nicht so ernst. Wir sind eine Unterhaltungssendung, haben Sie Spaß. Die zweite, machen Sie mit. Wenn es eine Ankündigung gibt oder wenn es einen Witz gibt, den Ihnen besonders gut gefällt, klatschen Sie laut vorm Fernseher, damit auch die Nachbarn was davon haben. Das würde uns sehr freuen. Ja, wie schon gesagt, wir sind Deutschlands erstes Online-Late-Night-Format und natürlich, wie Sie gerade merken, können Sie uns kostenlos auf YouTube streamen. Aber in diesen ganz besonderen Zeiten trifft der Coronavirus ganz bestimmte Menschen ganz besonders. Und wir haben uns überlegt, dass wir mit dieser Sendung immer wieder einen guten Zweck unterstützen möchten. Und in unserer allerersten Sendung haben wir uns dafür die Künstlersoforthilfe Stuttgart ausgesucht. Die Künstlersoforthilfe Stuttgart unterstützt unbürokratisch und schnell Künstler, die aufgrund der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind. Wir möchten Sie ganz herzlich bitten, zu spenden. Und zwar können Sie das tun unter dieser unten eingeblendeten Kontonummer oder, und das ist was ganz Besonderes, auch für mich, unter diesem QR-Code. Wenn Sie also jetzt auf Pause drücken und dieses Zeichen einscannen, landen Sie direkt auf der Spendenseite der Künstlersoforthilfe Stuttgart. Jeder Cent, jeder Euro ist dort absolut und herzlich willkommen. Wenn Sie sich also vorstellen, Sie wären heute bei uns live in einer Bar oder in einem Theater zu Gast, nehmen Sie den Euro, den Sie für den Rotwein bezahlt hätten, und spenden Sie an diesen Zweck. Vielen, vielen Dank dafür. Eine ganz, ganz besondere Sache, die wir hier haben, sind hochkarätige Gäste. Gäste, die es eigentlich unmöglich ist, in solche Sendungen zu bekommen. Und wir fangen nicht mit irgendjemandem an, sondern mit einem absoluten Multitalent. Dieser Mann ist Sänger, Tänzer, Choreograf, Regisseur, er war Jurymitglied bei Dance 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 und Dance on Ice und er ist der Creative Director von Helene Fischer. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir den Mann, den einzigen Mann Deutschlands, der noch mehr Haare gelassen hat als ich. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit einem riesigen Applaus Cale Kalay. Einen wunderschönen guten Abend, Cale. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Max, und herzlichen Glückwunsch zu deiner neuen Sendung und vor allen Dingen der ersten Folge deiner neuen Sendung. Dankeschön. Bis jetzt läuft es ganz gut. Ist auch noch nichts passiert. Aber deswegen konnte auch noch nichts schief gehen. Aber bislang läuft es super. Dann lass uns das mal ändern. Cale, wie geht's dir gerade? Du, mir geht's wirklich ganz gut. Durch diese Show heute mit dir hatte ich einen Grund, mich anzuziehen. Und herrlich. Herrlich, das heißt, du bist eher so die Couch-Potato. Oh, 100%. Ich habe diese Zeit, diese ganzen letzten Wochen dafür genutzt, um absolut gar nichts zu machen. Und wie du unschwer an meinem Ansatz erkennen kannst, ist mir das auch wirklich egal. Und heute habe ich das zum ersten Mal in 8 Wochen, ich glaube, meine Haare gemacht. Also vielen, vielen Dank dafür, Max. Du hast eine Zitat am Tag. Ich habe zu danken. Auf deine Haare kommen wir später noch zu sprechen, denn das interessiert natürlich unglaublich viele Menschen, die uns heute zusehen. Auf deine auch. Dankeschön. Ich habe mich auch zurecht gemacht heute für dich. Meine Damen und Herren, was ich Ihnen noch nicht erklärt habe, ist, dass jeder Gast von uns sein Lieblingsoutfit tragen soll. Und das bringt uns jetzt gleich ein Gesprächsthema. Cale, warum ist das dein Lieblingsoutfit? Es ist auf jeden Fall ein Outfit, das dem Anlass würdig ist. Und ich hatte das auch schon mehrfach an, weil das schweineteuer war. Und allein deswegen ist das mein absolutes Lieblingsoutfit, weil mehrere 1.000 Euro daran glauben mussten. Ich habe es aber Gott sei Dank nicht bezahlt. Das war damals für eine Sendung. Okay. Und ich ziehe es einfach so oft an, wie ich kann. Und ich dachte so, deine erste Show und die Einleitung in sowas Cooles ist eines Smokings würdig. Aber ich sehe, du bist ja auch total... Ist das auch dein Lieblingsoutfit? Oder das ist tatsächlich auch mein Lieblingsoutfit. Ich habe meinen allerliebsten Lieblingsanzug angezogen, weil ich dachte, wir brauchen ja alles, was uns unterstützt heute. Absolut. Dann toi, toi, toi. Danke. Toi, toi, toi auch dir bei der Beantwortung der nächsten Frage, denn du bist ja aus Serbien nach Deutschland gekommen und hast deine, das habe ich gelesen, deine Tanzkarriere in einer karnevalistischen Tanzgruppe angefangen. Ja. Inwiefern würdest du sagen... Also ich höre den Unterton direkt in deiner Anmoderation, den kannst du direkt sein lassen. Überhaupt nicht, gar nicht. Aber sag doch mal, inwiefern das deine Arbeit also als Choreograf und auch bei Helene Fischer beeinflusst hat? Du, in jeglicher Art und Weise, und das meine ich ganz ehrlich, ich habe dort alles gelernt, was so viele andere meiner also als ich noch als Tänzer gearbeitet habe oder als Musicaldarsteller oder so, wusste ich schon so viel Eigenverantwortung durch die Tanzgarde, weil guck mal, du musst dir das so vorstellen, also es gibt verschiedene Stufen an Tanzgarden. Ich weiß, dass es am Anfang so lustig klingt, aber es gibt so die Tanzgarden, die tanzen halt so auf irgendwelchen Karnevalsveranstaltungen, das ist schön und gut. Es gibt dann die Tanzgarden, die tanzen so auf Veranstaltungen und nehmen bei Turnieren teil. Und es gibt die, die wirklich das wie einen Hochleistungssport betreiben und nur auf Turnieren sind und wirklich. Und wenn du dir die anguckst, was die machen, also vor allen Dingen, was die heute machen, vor 20 Jahren war dann immer anders, aber das ist akrobatische Höchstleistung, die können Sachen mit ihrem Körper machen, wo du denkst, what the fuck is happening? Und du hast aber immer Eigenverantwortung, das heißt, du bist immer für dein Kostüm verantwortlich, das ist trotzdem keiner weg, so ne, wie im Theater. Du musst immer dafür sorgen, dass deine Schuhe in Ordnung sind, weil da kümmert sich auch keiner drum. Du musst deinen Hut aufpassen, du musst selber deine Perücke stecken und so. Da habe ich einfach so krass viel gelernt, was so eine Sachen angeht. Dann hast du auch noch einfach weitere 28 Leute mit in der Garde, mit denen du klarkommen musst. Und natürlich allein schon die Skill, so die Tanzskills und die ganzen akrobatischen Sachen und so, die habe ich definitiv da gelernt. Also ich kann es jedem empfehlen, Max, für dich ist es auch noch nicht zu spät. Du kannst jederzeit das meinst einsteigen. Du? Ich glaube nicht, dass ich eine Karnevalsdame noch von mir heben lassen möchte. Ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei. Ich Aber vielen glaube, Dank dafür. Genau, die werden so, ich tanze mit dem Max. Großartig. Das würden Sie wahrscheinlich genau einmal machen. Mein Lieber, das lese ich jetzt tatsächlich mal ab. Du hast mit deiner Kollegin, und ich will den Namen nur richtig sagen, Trina Lules, ist das richtig? Lules. Lules. Ja. Großartig. Den Podcast Laber nicht gegründet. Den Podcast. Ja, genau. Hab ich gesagt, oder? Podcast. Du hast Postcard gesagt, aber ist auch okay. Du hast die Postcard Laber nicht gegründet und Postkarten kommen ja ein bisschen aus dem Trend, aber deine nicht. Nein, und zwar hast du da in der ersten Sendung, die im März, glaube ich, rauskam, erzählt, dass du deine Hose abgeschnitten hast und mit Reißzwecken wieder zusammengetackert hast. Ja, mit so Sicherheitsnadeln. Ja, warum tut man sowas? Was weiß ich, ich wollte rebellieren gegen die Welt und wollte mich künstlerisch darstellen und habe mich sehr unverstanden gefühlt von der sozialen Norm und deren Hosen. Und daher habe ich eine Schere in die Hand genommen und habe meine Macht zurück mir erschnitten. Die 90er waren für uns alle nicht leicht, ja. Ja, ich glaube, es waren sogar die frühen 2000er. Wir haben noch schlimmere Sachen gemacht. Wir haben so auf unsere T-Shirts, weil wir so geile Prints haben wollten und sowas, haben wir Window Color gemacht. Kennst du Window Color noch? Nee. Window Color, wo man so früher das so ausgemalt hat, dann ist die Farbe getrocknet, dann hat man das so abgezogen, dann das Fenster gemacht. Ach doch, dann war das so ein Klebezeugs und dann, ja, doch. Genau. Ich hatte Bart Simpson und am Fenster kleben. Siehst du, und wir haben das so genommen und einfach so willkürlich auf unsere T-Shirts gemacht. Wir haben unsere Sachen geblei... Also wirklich, wir haben alles versucht, um irgendwie unsere eigene Fashion zu kreieren. Warum? Keine Ahnung. Um dann in einem 1.000-Euro-Smoking heute Abend bei mir zu sitzen. Ich glaube, es sogar 2.000. Das schneiden wir raus. Nein, tun wir nicht. Es wird alles gesendet in der Late-Night-Max-Show. Zahle, Unsere Zeit ist leider schon am Ende, aber eine Frage, die ich versprochen habe zu stellen, weil sie einfach unglaublich viele unserer Zuschauer interessiert. Bist du naturblond? Ja, ich bin absolut naturblond, alles andere ist absolut gelogen und ich werde jeden verklagen, der das Gegenteil behauptet. Ich bin naturblond, ich habe auch lange Haare und gleichzeitig kurze Haare. Es ist alles von Natur und ich würde niemals, niemals irgendwas Künstliches an mich dran packen, außer die 2 Nasen-OPs, das eine Facelifting und vielleicht meine Lippen. Aber... Meine Damen und Herren, das waren die schmutzigsten Details mit Cale Kalay. Vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und einen schönen Abend. Danke dir. Viel Spaß. Ciao. Danke, ciao. Cale Kalay, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Ein Highlight jagt das nächste, denn jetzt kommt eine Rubrik, die es in jeder Sendung geben wird. Und zwar mit einem unglaublich gut aussehenden Mann mit der schönsten Frisur, die je für Männerköpfe erfunden wurde, Peter Stassen. Und zwar sehen wir Peter Stassen in jeder Sendung mit einer unglaublich tollen Rubrik, auf die ich mich ganz besonders freue, denn wir können damit machen, was wir wollen. Viel Spaß mit Bla 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 mit dem Belgier. Wunderschönen guten Abend, Peter, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Abend. Peter, Wahnsinn. Wie geht es dir gerade? Du bist mit deiner Familie zu Hause in Selbstisolation durch Corona. Was macht das mit dir? Ich atme ein. Nein, es ist tatsächlich anpassen, weil wir haben einen 2,5-jährigen Sohn, der Noah, und Noah möchte gerne entertained werden. Er hat natürlich das Glück, dass Papa und Mama, also Mama das noch immer macht und Papa das gemacht hat. Und das nützt der Gute aus. Und das ist okay, aber das 24 Stunden pro Tag. Jim ist mein bester Freund. Dann erstmal auf unsere erste Sendung. Sehr zum Wohl, lieber Peter. Virtuelle Blumenstrauß. Ne? Ach, dankeschön. Kann ja nicht persönlich vorbeikommen, aber er steht hier und er ist schön. Wahnsinn, das freut mich sehr. Das ist mein erster virtueller Blumenstrauß. Großartig. Meine Damen und Herren, wir haben uns überlegt, damit Sie jetzt nicht das klassische "Jeder stellt sich selber vor" von uns bekommen. Wir stellen uns gegenseitig vor und zwar hat jeder von uns 3 Fragen vorbereitet, die wir dem anderen über uns stellen. Also, kleines Beispiel, ich würde sagen, wo ist Max zur Schule gegangen? Und Peter würde sagen... Genau, danke Peter. Großartig, ein wahnsinnig, er hat aber auch immer Argumente. Großartig. Also, das Spiel ist klar geworden, offensichtlich für alle, außer für Peter. Und wir hoffen jetzt mal, dass das funktioniert. Wahnsinn, möchtest du anfangen oder ich? Ladies first. Also bitte. Ja, danke. Moment, mein Zettelchen ist runtergefallen. Das geht nicht. Ja, sehr gut. Also, ich fange an. Was war meine erste große Liebe? Deine erste große Liebe war ein Meerschweinchen namens Isabella. Die hatte nur 3 Beine, weil du sie eines Tages vom Dach geworfen hast, weil du dachtest, auch Meerschweinchen landen auf ihren 4 Pfoten. Fast richtig. Das mit Isa kannst du wegmachen, aber Bella war tatsächlich einer meiner Haustiere und das stimmt. Siehst du. Wahnsinn. Du hattest noch eins, warte mal, du hast mir das mal erzählt. Fritzchen, stimmt das? Ja, genau. Das war mein Kater. Ja. Aber Fritzchen ist ja jetzt nicht der typische belgische Name, oder? Nein, aber fast. Aber fast. Okay, gut. Gutes Gespräch. Okay, bist du bereit für deine erste Frage? Absolut nicht. Großartig. Warum wollte Max als kleiner Junge nicht mit dem Flugzeug fliegen? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, Max hatte ein bisschen Angst, dass er zu wenig zum Essen kriegt, weil Max hat ein bisschen das Problem, dass von dem Moment, dass wenn er nichts zum Essen kriegt, unglaublich schwierig wird. Und wenn man nur ganz wenig kriegt, dann glaube ich, dass Max das nicht wollte. Das ist der Moment, wo man merkt, dass man sich zu lange kennt. In der Tat werde ich unausstehlich, wenn ich zu wenig zu essen kriege. Das ist leider wahr. Aber es ist nicht wahr. Ich hatte immer Angst, dass wenn wir abstürzen, dass ich mir ein Bein breche. Und ich wollte mir kein Bein brechen. Das ist der Grund, warum ich nicht fliegen wollte. Ja, verstehe ich. Da stehe ich. Bist du ready für meine zweite Frage? Unbedingt. Los geht's. Was habe ich als Studium gemacht? Wo habe ich studiert? Wo und was? Wo und was? Genau. Du hast an der University of Cambridge Archäologie studiert. Richtig, und da habe ich dich ausgegraben und dann eingesetzt, um unser Moderator zu werden. Komplett richtig beantwortet. Großartig, sehr gut. Zweite Frage. Mit welchen Worten beginnt Max Lebenslauf? Ich bin der geilste Mensch auf dieser Welt. Der geilste Musical-Darsteller Deutschlands. Weißt du, sowas? Der geilste? Ist das richtig? Ja, ein Musical-Star. Da. Also, da lege ich sehr viel Wert drauf, dass überall immer steht Musical-Star. Furchtbar, oder? Furchtbar. Ja. Was ist meine Leidenschaft? Was ist deine Leidenschaft? Meine geheime Leidenschaft. Deine geheime Leidenschaft. Deine geheime Leidenschaft ist es, dir den rosa Bikini deiner Frau anzuziehen und wie heißen denn diese kleinen roten Autos mit der Hupe? Ist ja auch egal. Mit diesen Autos in eurer Einfahrt auf und ab zu fahren. Es war sehr nett, dich kennenzulernen. Ist dann ab jetzt definitiv vorbei, aber es war trotzdem schön. Ich wünsche dir alles Gute bei dieser Show. Dankeschön. Ich gebe dir noch eine letzte Frage für den Weg mit, und zwar, das ist eine ganz besondere Frage. Freu dich drauf und konzentriere dich bitte. Wenn ich für einen Tag Max sein dürfte, dann würde ich meine Haare wachsen lassen. Vermisst du deine Haare? Diese Mähne, die dann so in den Wind irgendwie wappernd bei der Glöckner von Notre Dame, das war einfach fantastisch. Und deswegen, jetzt wolltest du mich ein bisschen nachmachen, finde ich okay, aber der lange Mähne, oh, Max. Schade. Ja, ich habe auch versucht, mir den Haar grau wachsen zu lassen, aber es hat noch nicht geklappt. Meine Damen und Herren, vielen, vielen Dank, lieber Peter. Sehr gerne. Du hast was vorbereitet, richtig? Das ist deine erste Sendung, aber du hast schon Fans. Nur, dass du Bescheid weißt. Also, der kleine Noah hat dir das schon mal, der kleine Anton hat dir das schon mal gemacht. Dann haben wir hier von dem Noah, haben wir dieses Bild gemalt bekommen. Und unten im Bild erscheinen noch viel, viel mehr ich glaube, Elias hat was gemacht, den Finn hat was geschickt, Alana hat was geschickt. Also das geht jetzt schon so los. Ich kann jetzt schon sagen, wir werden tatsächlich dieses Bild werden wir auf Facebook hochladen. Das heißt, jeder, der ein Kind hat und denkt, ich brauche mal eine halbe Stunde Pause, vielleicht kann er was malen, kopier es bzw. drück es aus und schick es uns, wenn es bemalt worden ist, schreib den Namen drauf und wir werden es veröffentlichen in der zweiten Show. Großartig. Gibt es eine Aufgabe für diese Woche? So mal Max die schönsten Haare oder so? Nee. Ja, schön. Wäre doch schön. Oh, schöne Idee, oder? Ja, großartig. Schön. Meine Damen und Herren, Peter Stassen, vielen, vielen Dank, mein Lieber. Schönen Abend und wir sehen uns in der nächsten Sendung wieder. Ja, und jetzt geht es weiter mit einer absoluten Ausnahmekünstlerin. Ich bin unglaublich froh und stolz und aufgeregt, dass sie heute bei uns ist. Sie ist Sängerin, sie ist Schauspielerin, sie ist Musical-Darstellerin, sie ist Jonglage-Autodidakt, sie ist Singer-Songwriter und sie ist Kurzfilmregisseurin. Außerdem spielt sie gerade in Sturm der Liebe die, das will ich nicht falsch sagen, Lucy Ehrlinger. Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Jennifer Siemann. Hallo Jennifer. Hallo. Ich grüße dich. Wie toll du aussiehst. Wie geht es dir? Dankeschön. Mir geht's richtig gut. Ja, du arbeitest ja schon wieder. Ihr habt schon wieder angefangen bei Sturm der Liebe, habe ich gehört. Wie läuft denn das? Wie macht ihr das denn? Du meinst es wahrscheinlich aufgrund der Corona-Krise? Ganz genau. Also es ist Tatsache so, dass die ganze Filmwelt jetzt so ein bisschen auf uns guckt, weil wir jetzt so den mutigen Anfang gestartet haben. Und das ist einfach so, warte mal kurz, ich hab was vergessen. Ich muss kurz meine Heels anziehen. Sekunde. Okay. Ich vergessen, weil das ist schon ein anderes Feeling, wenn man seine Heels auch anhat. dann gibt man andere Interviews, meinst du? Ja, es ist auch eine Late-Night-Show, die Stil hat. Und deswegen habe ich gedacht, ziehe ich jetzt auch meine Heels an, weil ich kann sie ja sonst nicht tragen. Großartig, das stimmt. Aber ganz kurz zurück nochmal zu Sturm der Liebe. Ihr dreht schon wieder und du sagst gerade, ihr macht gerade den Vorritt quasi. Genau. Und das ist so mega absurd, weil erstmal haben wir so eine riesenlange Liste bekommen, was jetzt alles verändert wird. Und ehrlich gesagt, als ich die Liste gelesen habe, habe ich gedacht, ja, so schlimm kann es nicht sein. Also, dass einer mir hinterherputzt irgendwie, während ich irgendwo langlaufe. Oder dass es so jemand, wir haben zum Beispiel so einen ganz schmalen Gang, wo wir uns immer entgegenkommen. Also, wenn ich aus dem Studio rauskomme und andere ins Studio reinlaufen, da gibt es so einen ganz schmalen Dinosaurierhalsgang, wo wirklich nur eine Person langlaufen kann. Und dort, wir versuchen ja wirklich diese 1,5 bis 2 Meter Abstand immer einzuhalten. Und da das auf diesem Gang natürlich nicht möglich ist, wird wirklich gewunken, wer als erstes gehen darf und wer nicht. Und Wahnsinn. Das ist einfach so mega absurd. Und abgesehen davon müssen wir auch noch uns selber schminken. Und das läuft natürlich bei Leuten wie uns, die so von der Bühne kommen, ganz okay. So. Ja. Es gibt halt auch Leute, die kommen damit einfach überhaupt nicht klar. Die merken, die stehen halt schon beim Mietstrich dort und sind schon so, wie geht das nochmal? Super schräg, aber da müssen wir durch. Und wir dürfen uns nicht mehr küssen. Okay, aber das heißt, ihr spielt ganz normal eure Szenen, nur geküsst wird nicht. Man muss also versuchen, über 1,5 Meter irgendwie trotzdem in der Nähe zu spielen. Also der Abstand wird die ganze Zeit eingehalten. Das heißt, es ist jetzt quasi nicht mehr Sturm der Liebe, es ist nur noch Sturm. Ja, Sturm der Abstände. Genau, großartig. Wahnsinn, stelle ich mir unglaublich spannend vor. Ja, ich musste zum Beispiel jetzt letzte Woche musste ich mit 2 Bäumen spielen, weil ich musste in einer Szene immer zwischen 2 Männern hin und her gucken, da die Kameras aber einen bestimmten Abstand zu mir und zu den anderen 2 Darstellern anhalten musste, hat er gesagt, ja, aber der Blick, der muss jetzt aber trotzdem in diese Richtung gehen, obwohl die Leute da nicht standen. Und dann habe ich statt die 2 anderen Schauspieler die 2 Bäume angeguckt und musste mir einfach vorstellen, dass ich zwischen den 2 Typen hin und her gucke. Wahnsinn. Aber Sturm der Bäume. Ey, und das Krasseste ist, also das wirklich, was wirklich schwierig ist, die dürfen die Masken wirklich erst abnehmen, sobald wir drehen. Okay, das heißt also bis zur letzten Sekunde habt ihr die auf. Ja, und das heißt auch, das ist so ein bisschen Lottospiel, was mein Partner so spielt, weil ich sehe ihn ja nicht. Weil wenn du dir überlegst, wir würden so die ganze Zeit miteinander reden, das ist wirklich wenig ausdrucksstark. Aber braucht man nicht erstmal eine Sekunde, wenn man die Maske dann abgenommen hat? Was braucht man? Braucht man nicht dann erstmal eine Sekunde, wenn man die Maske abgenommen hat, bis man dann anfangen kann? Ja. Aber es muss dann sofort losgehen. Genau, man dreht sofort. Also die sagen, wir drehen, ab, schnell mal abpudern, los geht's. Da wird nicht nochmal durchgesprochen etc., weil das Durchsprechen und das Proben geschieht ja alles mit Maske. Natürlich. Großartig. Wahnsinn. Ja, ich bin sehr gespannt auf die ersten Ergebnisse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz kurz, du hast auch dein Lieblingsoutfit für heute Abend ausgesucht. Das mit den High Heels haben wir jetzt schon mitbekommen. Vielen Dank, dass du die extra noch angezogen hast. Was macht dieses Lieblingsoutfit sonst zu deinem Lieblingsoutfit? Und zwar dieses Kleid, was ich jetzt anhabe, lag schon ein Dreivierteljahr in meinem Warenkorb. Ich mache das nämlich oft so, wenn ich shoppe, dass ich die Sache nur in meinen Warenkorb lege, sie aber nicht kaufe. Weil ich weiß, es kommt nur aus einem emotionalen Leck heraus, dieser Wunsch jetzt was zu shoppen. Deswegen packe ich sie nur da rein und warte, was so die nächsten Tage mit mir passiert. Und dann vergesse ich manchmal, dass ich etwas noch in meinem Warenkorb liegen lasse. Und irgendwann bekam ich eine E-Mail, dass dieses Kleid, was jetzt schon seit geraumer Zeit in meinem Warenkorb liegt, auf 70% herabgesetzt worden ist. Und da habe ich gedacht, gut, ich kaufe das jetzt. Und jetzt kommt der absolute Hit. Ich kriege es zugeschickt. Und parallel dazu bekomme ich eine E-Mail, dass, weil sie die Sendung leider nicht zustellen konnten, ich die 30%, die übrig geblieben sind, von dem Preis noch erstattet bekomme. Also sehe ich dieses Kleid als Geschenk des Universums. Unglaublich. Also, meine Damen und Herren, wenn Sie möchten, dass Ihnen Kleidung geschenkt wird, legen Sie es in den Warenkorb und gucken Sie, bis die anderen einen Fehler machen. Ja, ja. Großartig. Scheint zu funktionieren. Fantastisch. Jennifer, du bist nicht nur Darstellerin bei Sturm der Liebe, sondern du bist auch Kurzfilmregisseurin auf Instagram. Und einen dieser Filme schauen wir uns jetzt mal an. Schatz? Schatz! Sinn. Die geheime Supergirl-Maske. Erzähl uns kurz dazu, wie es zu diesem Film gekommen ist. Also aufgrund der Corona-Krise haben wir ja nun alle recht lange aufeinander gehockt. Also Familien und Pärchen, unter anderem auch ich und mein Freund. Und ich bin ja nun wirklich ein hartes Arbeitstier. Und wenn ich keine Arbeit habe, dann laufe ich die Wände hoch. Sprich, ich musste in der Zeit irgendwas finden, was mich kreativ ausfüllt. Und da mein Freund auch ein sehr kreativer Kopf ist und auch ein guter Regisseur und gut auch im Schneiden ist, haben wir uns dabei total gefunden mit Ideenfindung und so. Und haben gedacht, dass wir einfach über die 4 Wochen die Community einfach unterhalten wollen mit lustigen Videos. Und wir machen das immer auf die gleiche Art. Irgendwann mitten am Tag hat einer plötzlich so eine Blitzidee. Und wenn wir dann nicht diese Idee sofort umsetzen, dann wird sie scheiße. Wir haben nur diesen einen Moment von direkt umsetzen und dann wird das Video gut. Und deswegen haben alle Videos bisher super gut funktioniert und jedes Video ist nach dem gleichen Konzept entstanden. Idee, egal ob von ihm oder von mir, gemacht, rausgeschickt. Sehr gut. Ich habe jetzt auch eine ganz spontane Idee, die ich überhaupt nicht vorbereitet habe und deswegen diesen Zettel hier zur Hand nehme. Und zwar, mit einem unserer Gäste spiele ich immer ein Spiel. Und zwar das Speed-Fragen-Spiel. Ich werde dir also jetzt 10 Speed-Fragen stellen, die du möglichst ohne nachzudenken einfach ganz schnell beantwortest. Okay? Also bei der Geschwindigkeit mache ich überhaupt keine Sorgen bei dir. Und wir fangen einfach an und lassen das durchlaufen. Ich gebe dir ein kurzes Beispiel. Ich würde sagen, nenne etwas, das grün ist. Frosch. Sehr gut. Genauso funktioniert es. Das war's schon. Und es ist total einfach und genauso einfach weiter. Okay, bist du soweit? Bin soweit. Okay, warte. Speed-Fragen-Premiere, die erste. Nenne 3 Dinge, die blau sind. Himmel, eine blaue Ente und meine blaue Schlafdecke. Großartig. Was ist das Wort, das du am meisten benutzt? Kürzesten. Wer ist dein Idol? Lady Gaga. Nenne 3 Dinge, die behaart sind. Bart. Schnell. Hund. Ja. Beine. Großartig. Nenne 3 Adjektive für Lucy Ehrlinger. Schnell, lustig, intelligent. Nenne 3 Adjektive für Jennifer Siemann. Schnell, lustig. Großartig, ein Tier mit U. Uhu. Vervollständige den Satz. An einem schönen Tag gehe ich raus. Dein Lieblingsort? Zu Hause. Ein Beruf mit B. Bundespräsident. Jennifer Siemann, das waren die ersten Speed-Fragen in der Geschichte des Online-Late-Night-Talks. Ich bin total begeistert. Erklär uns ganz kurz, wann du kürzestens benutzt. Kürzestens habe ich darüber gesprochen, was aussieht wie Wein. Kinderpunsch. Großartig. Und ich habe das Gefühl, viel intellektueller kann unser Gespräch nicht werden. Jennifer, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst. Einen riesigen Applaus für Jennifer Siemann. Danke, 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 danke. Wow, zu mir ins Wohnzimmer. Jennifer Siemann, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Wir kommen nun zu einem weiteren Gründungsmitglied der Late Night Max Show. Und zwar zu unserem musikalischen Leiter. Und wir schalten nach München. Einen wunderschönen guten Abend, Philipp Gras. Abend Max, servus. Ich grüße dich. Schön dich zu sehen, wie geht's dir? Gut, dankeschön. Und ich habe auch, nachdem du ja von Peter schon Blumen geschenkt bekommen hast, bin ich auch noch spontan unterwegs gewesen und wollte dir oder uns zur ersten Sendung diesen Basilikum schenken. Quasi hiermit virtuell und ich hoffe, du riechst, wie schön er duftet. Unglaublich, vielen, vielen Dank. Ich rieche momentan leider überhaupt nichts aufgrund des ganzen Pollenfluges, aber ich weiß ja, wie Basilikum riecht, deswegen freue ich mich da ganz besonders drüber. Dankeschön. Sehr gerne, sehr gerne. Wahnsinn. Philipp, du bist unser musikalischer Leiter, das heißt, du bist für die Musik in unserer Sendung zuständig und deswegen hast du etwas vorbereitet. Erzähl uns kurz davon. Also es gibt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Heute Abend ist David Whitley zu Gast und ich freue mich, dass das eine super Gelegenheit ist, ihn mal kennenzulernen, weil wir sind uns tatsächlich bisher gar nicht über den Weg gelaufen und es ist einfach ganz toll, so einen krass talentierten Musiker auf so eine virtuelle Art und Weise kennenzulernen. Also der Kontakt kam ja, glaube ich, über dich und über Peter Und ich bin nur begeistert. Wir haben uns einmal bisher zusammengeschlossen und die Sache mal durchgespielt und durchgeprobt und es macht grandios viel Spaß und ich freue mich sehr. Ein absolut sensationeller Sänger. Er war bei The Voice mit dabei. Er ist also wirklich eine der besten Stimmen, die ich bisher gehört habe. Für welchen Titel habt ihr euch entschieden? Wir haben lange hin und her überlegt und haben uns dann für Lean On Me entschieden. Zum einen, weil es eine schöne Hommage an Bill Withers ist, der ja Ende März leider gestorben ist. Zum anderen, weil es einfach gerade so ein schöner Song ist, auch wenn man sich gerade eigentlich gar nicht an den anderen anlehnen darf, weil man ja die 1,50 Abstand halten muss. Aber man kann das ja auch gedanklich und metaphorisch irgendwie nehmen und das finde ich eigentlich ganz schön. Genau, das haben wir ja gerade von Jennifer gelernt. Man kann auch Liebe auf Distanz spielen. Genau. So machen wir es jetzt auch gleich. Das ist großartig. Dann bin ich sehr gespannt. Wir haben dann David Whitley, wir haben dich, aber wir haben noch eine Musikerin und zwar Anne Keckeis wird am Cello noch mit dabei sein. Ich freue mich ganz besonders auf diese Version von Lean On Me. Vielen Dank, lieber Philipp. Macht euch bereit. Und wir schalten jetzt zu David Whitley. Einen wunderschönen guten Abend, David. Guten Abend, Max. Oh, wie schön, dich zu sehen. Es geht mir sehr, sehr gut. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir? Gut, ich lebe noch. Ich bin gesund und ich bin dankbar. Großartig. Wie gehst du mit der ganzen Corona-Situation um? Schwierig. Isolation. Ich bin allein meistens, aber ich habe ein neues Hobby jetzt. Ich lerne Gitarre bei YouTube. Oh, wow. Und wie läuft das? Es läuft nicht so gut. Ich sage ganz ehrlich, ich bin kein Spieler, ich bin ein Lerner. Okay. So, okay, one step at a time. It's schwierig. Und meine Finger, die sind blau und schwarz und ja. So. Okay. Lieber David. Aber ganz ehrlich, mit das Corona, das ist eine Zeit für uns zu denken und ja, überlegen, was ist the meaning of life. Was machen wir hier on dieser Earth? Absolut. Absolut. Wir sind unfassbar dankbar, dass du heute bei uns bist, dass du in unserer ersten Sendung, unser erster Sänger bist. Ich kann es immer noch nicht glauben. Wow! Ich bin so, so glücklich. Wir haben gerade von Philipp gehört, dass du Lean On Me singen wirst. Hast du eine persönliche Beziehung zu diesem Lied? Ja, dieses Lied ist besonders, weil in Situationen wie jetzt, wir brauchen einander. I mean, Zoom ist schön, klar, physical contact ist noch besser, aber wir haben das nicht. Wir brauchen einander. Ich brauche dich, du brauchst mich. Und ist so. Lean On Me, Bill Withers ist einmalig. Er ist gestorben, leider, aber er hat viele Gems für uns gegeben. Absolut. Nochmal vielen, vielen Dank, lieber David Whitley. Und an dieser Stelle, meine Damen und Herren, viel Spaß mit David Whitley und Lean On Me. Sometimes in our lives we all have pain, we all have sorrow, but if we are wise, we know that there's always tomorrow. Lean on me when you're not strong, and I'll be your friend. I'll help you carry on, for it won't be long till I'm gonna need somebody to lean on. I said, please swallow your pride. If I have things you need to borrow, that you won't let show. You just call on me, brother, when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. We all need somebody. up when you need a hand. We all need somebody to lean on. I just might have a problem that you understand. Yeah, we all need somebody to lean on. If there is a load that you can't bear, that you can't carry, I'm right up the road, and I'll share the load if you just call me. Yes, you just call me if you need a friend. I'll be right here waiting for you. You can just call me. Yes, you just call me, you can just call me. Meine Damen und Herren, ich kann mir kein schöneres Ende für unsere erste Sendung vorstellen. David Whitley mit Philipp Gras und Anne Keckeis und Lean On Me. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dafür. Nochmal einen riesigen Applaus für unsere Gäste heute Abend. David Whitley, Jennifer Siemann und Cale Kalay. Vielen, vielen Dank an euch. Danke, dass ihr dabei wart. Und ein riesiges Dankeschön an Sie. Denn ich bin mir 100% sicher, dass Sie alle schon fleißig gespendet haben. Wenn nicht, haben Sie jetzt nochmal die Möglichkeit, hier unten die Kontonummer zu sehen und hier auch wieder unseren eingeblendeten QR-Code. Und deswegen vielen, vielen Dank, dass Sie die Künstlersoforthilfe in Stuttgart unterstützt haben. Aber vielen, vielen Dank auch, dass Sie bei unserer allerersten Sendung dabei waren. Die Late Night Max Show wird wiedergesendet am 13. Mai 2020, also heute in 2 Wochen, 20:30 Uhr hier auf YouTube. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Machen Sie es gut, trinken Sie ein. Tschüss!